Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zum 8-Bit-Computer. Und heute werden wir 3 der 5 Flipflops bauen und zusätzlich noch ein Register. Das ist eine ganze Menge, ja. Also es könnte sein, dass das das längste Video dieser Serie sein wird, zumindest bisher. Und ja, ich würde euch ganz gerne zeigen, wie die Flipflops funktionieren und grundlegend eigentlich den Zustandserhalt. Denn bisher hatten wir keine Schaltkreise, die das irgendwie konnten. Also wir hatten Eingaben. Wenn die Eingaben angegangen sind, dann sind die Ausgaben eben auch angegangen oder eben genau das Gegenteil. Aber sowas wie einen Zustandserhalt hatten wir eben bisher noch nicht. Und hier haben wir einen kleinen Schaltkreis, der eben einen Zustand erhalten kann. Und der besteht daraus, ja, aus dem Knopf S, aus einer Lampe Q und einem OR-Gate, weil es ein bisschen schwierig zu sehen ist. Die Ausgabe vom OR-Gate ist in die zweite Eingabe mit eingebunden. Und dann haben wir hier links unseren Truth-Table. Also wenn S0 ist, dann wird der Zustand erhalten. Und wenn S1 ist, dann wird Q auch 1. Momentan haben wir S gleich 0 und Q auch gleich 0. Das heißt quasi der Zustand 0 bleibt erhalten und im Grunde so lange, wie wir wollen. Und ich denke mal, es ist schon recht klar, dass es 0 bleiben wird, denn keiner der beiden Eingänge ist an und daher wird die Ausgabe auch nicht an sein. Sache ist die, wir drücken jetzt mal S. Es macht immer noch Sinn, ja, S gleich 1, Q gleich 1. Spannend ist aber, wenn wir S wieder ausschalten. Dann passiert es nämlich, dass Q immer noch anbleibt. Das ist ein Riesenunterschied zu eben. Wir hatten S gleich 0, Q gleich 0. Jetzt haben wir S gleich 0, Q gleich 1. Ja? Also der Zustand wird erhalten. Und das ist im Grunde hier dieses eine OR-Gate. Das kann einen Zustand erhalten, indem man die Ausgabe nimmt und es in die Eingabe reinpackt. Ja, also so funktioniert es. Und das ist an sich ziemlich cool, aber es hat ein paar Probleme. Beispielsweise, um es zurückzusetzen, muss man das Kabel abschneiden. Und das kann ein Computer nicht oder sollte ein Computer nicht. Daher müssen wir daran noch was ändern. Und zwar zeige ich euch das mit dem ersten SR-Latch. Ja? Quasi der Grundbaustein für alle anderen Latches und Flipflops, die wir haben werden. Hier nochmal der Truth Table, ich habe es im Grunde schon erklärt, also da gibt es nicht viel mehr zu sagen. In der Industrie werden hauptsächlich zwei verschiedene Arten an SR-Latches benutzt. Ja? Und zwar sogenannte NOR-SR-Latches und sogenannte NAND-SR-Latches. Die Namen sind relativ logisch, würde ich mal sagen. Und zwar schauen wir uns einfach mal den Aufbau an. Beide sind im Grunde gleich aufgebaut. Die NAND-Gates haben jeweils invertierte Eingaben und dafür halt NAND-Gates. Und die hier haben halt gewöhnliche Eingaben, sage ich jetzt mal, und dafür NOR-Gates. Also wir spalten das mal hier ein bisschen auf. Ihr seht, beide haben einen Knopf, also beide Seiten quasi. An beide Knöpfe ist jeweils ein NOR-Gate befestigt. Und die Ausgabe vom NOR-Gate geht unter anderem in die Ausgabe vom anderen NOR-Gate rein. Das untere, das direkt an R dran ist, ist auch an Q dran, die Ausgabe. Das obere nicht, da könnten wir quasi Q invertiert machen oder so ähnlich. Das ist häufig üblich, aber wir brauchen es nicht. Daher werde ich das auch nicht machen. Und dann haben wir jetzt hier im Grunde die Funktionsweise, also wenn S und R 0 sind, dann bleibt der Zustand erhalten. Und das tut es auch, 0 bleibt erhalten. Wenn wir dann R gleich 1 drücken, dann passiert nichts, also im Grunde passiert nichts, aber eigentlich wird es auf 0 gesetzt. Wenn wir auf S drücken, dann wird es auf Q gesetzt. Und jetzt haben wir hier S und R sind 0, dann bleibt der Zustand erhalten. Drücken R wieder, dann wird es wieder zurückgesetzt. Bei 1 und 1 haben wir natürlich einen Fehler, wenn beide gleichzeitig gedrückt werden. Bei den Latches, also bei den verschiedenen, die es gibt, ist es halt so, dass
eins von beiden einen Vorrang hat. Hier beispielsweise beim NOR SR Latch ist es ein Rücksetzvorrang quasi. Das heißt, der untere Knopf hat mehr Kontrolle darüber als der obere. Und hier haben wir einen Setzvorgang, Vorrang, quasi Q leuchtet, wenn beide angeschaltet sind, in Anführungszeichen. Und tatsächlich werden wir beide nicht benutzen. Ihr habt ja eben dieses Flackern gesehen, was da war. Und das ist immer so. Ja, jedes Mal, wenn ich die Datei nur öffne, passiert das. Und zwar ist es so, dass ganz kurz alle Eingänge von den NOR-Gates aus sind, ja, oder generell von allen Gates, die es gibt, alle Eingänge werden noch nicht akzeptiert. Dementsprechend sind beide Ausgänge hier an. Die schalten sich dann aber gegenseitig aus, weil die hier reinlaufen, deaktivieren die NOR-Gates, die Ausgabe geht aus, dann geht das aus, sie gehen wieder an, das geht aus und so weiter und so fort. Und das passiert sehr, sehr schnell. Und das wollen wir nicht. Ja? Jedes Mal, wenn wir einen Computer laden quasi, sagt der Computer, ich spiele jetzt verrückt und mache wilde Dinge, ja, komplett wilde Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das wollen wir nicht. Daher müssen wir den quasi zähmen, indem wir das anders bauen. Und zwar haben wir hier das OR-Gate von davor. Und im Grunde können wir das wieder so machen wie vorher. Und dann haben wir das. Das reicht aber natürlich noch nicht. Wir können es nämlich nicht zurücksetzen. Dazu packen wir quasi hier ein AND-Gate dazu. Ja? Damit können wir quasi kontrollieren, ob das jetzt durchkommt oder nicht. Und die Ausgabe vom AND kommt auch noch ins OR rein. Und wenn wir jetzt S anschalten, dann passiert erstmal nichts. Denn wir brauchen im Grunde noch einen weiteren Impuls, nämlich hier das NOT-Gate. Und und das ist quasi ans R gebunden. So, jetzt haben wir ein S und wir haben ein R. Und so funktioniert das, wenn wir beide drücken. Das hat auch einen Rücksetzvorrang. Das ist im Grunde der Aufbau. Ja? Also wir haben AND-Gate, OR-Gate, NOT-Gate. R führt zu NOT, führt zu AND und S führt zu OR, führt zu AND und AND führt zu Q und zum OR. Genau. War wahrscheinlich ein bisschen komplizierter jetzt erklärt, als ich es gezeigt habe, aber egal. Ich hoffe, ihr habt es kapiert, denn jetzt geht's weiter zum SR Flipflop. Hier haben wir nochmal unser SR Latch, ja, und hier haben wir einen sogenannten Pulsgenerator. Und den brauchen wir. Denn wir haben quasi so Zyklen. Jedes Mal, wenn die Clock hochgeht, sollen Sachen passieren. Und jedes Mal, wenn die Clock runtergeht, dann sollen auch Sachen passieren. Okay? Und im Grunde sagen wir, dass der Computer Sachen beispielsweise speichern soll, wenn die Clock hochgeht. Also von 0 auf 1. Und zwar nicht nur dann, wenn die Clock die ganze Zeit auf der 1 ist, sondern nur in dem kurzen Zeitraum, wo es wechselt. Ja? Also wo es ansteigt, vom Niedrigen zum Hohen. Und dazu brauchen wir hier diesen Pulsgenerator quasi. Ihr seht, wir haben hier einen Knopf, wir haben ein AND-Gate und wir haben einen Output. Noch dazu haben wir NOT und ein Buffer-Gate. Wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann geht vor allem als erstes hier das AND-Gate an. Ja? Es erhält hier ein zweites Signal und die Lampe geht an. Ganz kurz darauf, wirklich, wir sprechen von einigen Millisekunden, Nanosekunden vielleicht sogar, geht hier das NOT-Gate aus. Ja? Es erhält ein Signal, negiert es, also 0, und das Buffer-Gate verlangsamt es noch ein bisschen und dann geht dieses Signal aus und das AND-Gate geht auch aus. Ich würde euch das ganz gerne mal zeigen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Manchmal kann man es sehen. Ah, ja, ihr seht das. Also das Signal ist wirklich extrem kurz, dass es zum Teil nicht mal angezeigt wird. Daher ist es für uns relativ unnützlich. Es ist zufällig, ob wir es sehen oder nicht. Aber der Computer kann das erkennen. Ja? Und das können wir auch ja gleich mal ausprobieren. Nämlich hier bei unserem SR Flipflop. Da haben wir unser SR Latch, wie schon gesagt, unser Pulsgenerator. Und jetzt sagen wir, im Grunde, wenn C gleich 0 ist,
soll gar nichts passieren. Ja? Der Zustand soll erhalten bleiben. Nur wenn C wirklich aktiv ist, soll etwas passieren. Und dazu können wir natürlich einfach AND Gates nehmen und wir sagen, wenn S an ist und quasi der Puls von C an ist, dann soll bitte gesetzt werden. Und wenn R an ist und wenn der Puls von C an ist, dann soll bitte zurückgesetzt werden. Und ich verschiebe das mal so, dann könnt ihr die Eingänge vielleicht besser sehen. Und jetzt probieren wir es mal aus, also dieselben Sachen wie vorher. Set, passiert nichts. Reset, passiert auch nichts. Wenn wir sagen Set und Clock, dann passiert was. Es wird gespeichert und im Grunde kann jetzt hier die Clock immer weitergehen und es passiert nichts mehr. Und dann sagen wir Reset und es wird zurückgesetzt. Ja, also das ist unser SR Flipflop. Und dann gehen wir weiter zum D-Flipflop. Und das ist quasi unser Data- bzw. Delay-Flipflop. Und im Grunde funktioniert das folgendermaßen. Wir haben hier drüben ein Problem, nämlich diesen Fehler da unten, wenn wir beide gleichzeitig drücken. Das soll unser Computer nicht können, also nicht mal durch Zufall soll das irgendwie passieren. Es kann zu Datenverlust führen. Und um das zu vermeiden, sagt man einfach, wir nehmen nur einen Knopf und sagen, die verschiedenen Zustände steuern, was passiert. Das können wir sagen, indem wir einfach ein NOT-Gate nehmen und sagen, wenn D an ist, soll gesetzt werden, wenn D nicht an ist, soll zurückgesetzt werden. Und ich packe das mal so hin, dann seht ihr das. Hier drüben haben wir übrigens unser SR-Flipflop noch und unseren Pulsgenerator hier unten. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir sagen D, also Data, und dann sagen wir Clock. Und dann werden Sachen gespeichert. Wenn wir sagen, keine Daten und sagen Clock, dann geht es wieder weg. Ja? Also im Grunde haben wir diesen Fehler eliminiert. Ja, wir haben jetzt nur noch drei verschiedene Zustände, die es geben kann. Und das funktioniert an sich ganz gut, würde ich sagen. Sache ist die jetzt. Wir können keine Daten mehr speichern. Ja, wir haben das Spiel einfach kaputt gemacht. Und wir können keine Daten mehr speichern. Ihr müsst euch vorstellen, die Clock, die geht konstant an und aus. Und damit die Daten da drinnen bleiben, muss D auch die ganze Zeit an und ausgehen. Beziehungsweise einfach anbleiben. Ja? Und das wäre dumm. Ja? Also das D hier ist quasi an unserem Bus angebunden. Ja? Das heißt, die ganze Zeit müssten dieselben Informationen darauf laufen. Unser Computer könnte gar nichts machen. Das müssen wir ändern, nämlich müssen wir quasi den Zugang verändern, indem wir sagen, zwischen dem D und was eigentlich noch passiert, muss noch anderes passieren. Ja? Und das ist dann ein sogenannter Multiplexer. Aber dazu kommen wir gleich. Das hier ist unser Register, ja? Unser 1-Bit-Register. Hier drüben haben wir unser D-Flipflop und unseren Pulsgenerator hier unten. Und das hier ist unser 2-1-Multiplexer. Und der funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier eine kleine Apparatur, einen Schaltkreis mit in 0, in 1 und S. Und das, was ihr hier seht, scheint vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber im Grunde kann man sagen, das ist ein Auswahlgerät. Ja? Also wenn S gleich 0 ist, dann kann quasi in 0 darüber entscheiden, welches Signal das ist. Ja? S ist 0, das ist quasi unser Select, welches von beiden jetzt eine Eingabe machen darf. Und wie ihr sehen könnt, in 0 kann jetzt den Ausgang verändern. In 1 kann es nicht. Und wenn wir auf S drücken, dann kann in 0 es nicht mehr machen, aber in 1. Ja? Es ist quasi so ein Auswahlverfahren, wo man sagen kann, soll das da ausgewählt werden oder das da? In 0 oder in 1? Und das werden wir nutzen. Und zwar hier in dem Register. Unser S wird hier in dem Fall zum ST, zum Store oder Speichern.
und unser D bleibt weiterhin erhalten. Und das D soll nur einen Einfluss darauf haben, wenn quasi gespeichert werden soll. Ja? Wenn es nicht gespeichert wird, dann soll da eigentlich gar nichts passieren. Ja? Dann soll es einfach genauso bleiben. Dazu brauchen wir aber eine weitere Eingabe hier oben. Hier hatten wir das in 0. Hier brauchen wir was anderes. Und das ist tatsächlich die Ausgabe hiervon. Ja? Die Ausgabe von unserem Signal. Wenn gesagt wird, nicht speichern, lass es so, wie es ist, dann sagen wir einfach hier, egal was da drin ist, speicher es. Speicher es einfach, schick es weiterhin durch. Genauso funktioniert das. Und dieses OR-Gate, also hier am Ende, packen wir dann wieder in unser originales D-Signal. Zusätzlich haben wir hier noch unser LD für Laden oder Load. Und das packen wir einfach ganz am Ende hin. Und es ist nicht von großer Besonderheit. Aber im Grunde brauchen wir das, damit wir sagen können, wann Sachen auf dem Bus geladen werden oder nicht. Und das packen wir hier einfach an ein AND-Gate zusammen mit dem eigentlichen Output. Dann wird gesagt, ja, wenn es geladen werden soll, wird es angezeigt. Für unsere Testsachen hier werde ich es einfach anschalten. Also wir haben hier unser D und stellt euch mal vor, wir packen es auf hoch, aber wir sagen, es soll nicht speichern. Ja? Stellt euch einfach einen RAM vor und wir sagen, es soll gerade nichts gespeichert werden, irgendein anderes Modul macht gerade was. Und die Clock geht natürlich hin und her. Es passiert nichts und das ist auch gut so, es soll ja nichts passieren. Sobald wir dann sagen, speicher bitte, und dann geht die Clock hoch, dann wird was gespeichert. Kurz darauf sagt man natürlich, nee, ich will nicht mehr speichern. Die Clock geht weiter, vielleicht ändern sich die Daten, aber es bleibt weiterhin so. Ja? Das heißt, wir haben hier gerade ein quasi voll funktionsfähiges Speicherelement geschaffen. Und im Grunde können wir hier noch sagen, es sollen keine Daten gespeichert werden. Wir drücken auf Speichern und dann sagen wir Clock. Und dann haben wir es im Grunde gerade zurückgesetzt. Und das war's im Grunde. Ich hoffe, ihr konntet mitkommen. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie in den Kommentaren oder auf meinem Discord-Server. Auf dem Discord-Server wäre es leichter, da könnt ihr auch Bilder schicken und so und dann kann man leichter kommunizieren, würde ich sagen. Aber ist natürlich eure Entscheidung. Ich weiß, es war eine Menge. Ich weiß, das ist ein relativ komplexes Modul, aber keine Sorge, wenn ihr es einmal gebaut habt und es in so einen kleinen Chip packen könnt, dann werdet ihr es nie wieder anfassen müssen und ich werde einfach nur noch von einzelnen Registern reden und später dann von 8-Bit-Registern, die dann jeweils eben 8 einzelne Bits speichern können. Okay? Also, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.